Ja, und damit willkommen zurück zu Nightingale. Ich habe mal hier wieder reingestartet und wurde von einem Monster hier überraschen, also von dem Springertypen da. Aber nicht allzu wild. So, ich würde mal sagen, in dieser Episode probieren wir mal aus, ob wir da hier oben raufkommen. Und wer grafischen Unterschied sieht, ja, ein bisschen runtergedreht, eine Stufe. Mal schauen, ob dann OBS ein bisschen glücklicher ist mit mir. Aber was Schnelleres als eine 4090 habe ich heute leider nicht. Naja, bin ich mal gespannt, wie es da mit schwächeren Grafikkarten ist. Also irgendwie schauen sie ja schon süß aus. Weil süß ist relativ, ne? Ja. Wow. Lass mich doch in Ruhe. Ja gut, aber das Fleisch nehme ich trotzdem mit. So, alles mitnehmen. Ob ich... Ach, da ist ein Tor. Das ist natürlich praktisch. Kann man das zumachen? Nö. Ja, damit. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nee. Einsammeln. Ja, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, hier eine Basis zu bauen. Hoffnungsecho. 19. Dezember 1889, Sambungan. Der Blässe hat die Stufen des Gebäudes erreicht, an dem wir uns das erste Mal trafen und schüchterne Blicke und gemurmelte Worte austauschen. Jenes Gebäude, vor dem ich nun die ganze Zeit gewartet habe. Ich muss eine Wahl treffen. Auf einer Seite rückt die Blässe drohend näher, auf der anderen befindet sich ein Portal in unbekannte Gefilde. Jenseits des Portals und in den Welten finde ich vielleicht andere Menschen. Vielleicht haben sie zufällig Zita getroffen. Und können mir sagen, wo ich sie finden kann. Falls nicht, werden sie vielleicht ein Mittel finden, mit dem man die Blässe zurückdrängen und die Erde zurückerobern kann. Ich werde bis am Ende dieser unbekannten Welten gehen, um sie zu finden. Das Portal öffnet sich. Sollte ich mich falsch entschieden haben und jemand findet diese Aufzeichnungen, dann bitte Fremder oder Fremde, erzähle Sita, dass ich bis zuletzt auf sie gewartet habe und sie im nächsten Leben finden werde. Okay. Ich meine, Kohle? Na, Erz. Okay. Irgendwie ist das Spiel jetzt hier ein bisschen komisch am Zittern. Bin mir aber nicht sicher, ob das an einem DLSS irgendwie liegen kann. Was ist das? Goodies, einsammeln. Nektar. Komm ich darauf? Nö. Und das... Ist das ein Flugschiff? Das könnte eine Art Flugschiff sein. Ah ja. Okay. Mal umsehen. Beziehungsweise stimmt ja, umsehen. Das könnte das Portal sein. Und wir haben eine Kiste. So. Was haben wir denn Schönes? Schrotmunition. Stein... Leder. Na komm. Alles mal mitnehmen. Ja, wenn wir jetzt auch noch eine Waffe noch finden würden. Noch eine Kiste. Mal sehen. Leder, Keramik, Sandschein. Und wieder so Infusionen. Oh. Ich bin zu schwer. Ich habe mich schon gefragt, wann das passieren wird. Ich muss gleich mal ein paar Sachen loswerden. Geben Sie sich in eine Schwebewelt. Kiste.
Oh, Holzschirm. Oh, das ist sehr praktisch. Was, ich werde mal den Stein mal da lassen. Healing Save. Naja, her damit. Welcher Steinblock. Was, wir machen da mal... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe da eine andere Idee. Wir machen das mal mit dieser Essenz. Da, Rechtsklick, extrahieren. Naja, mach mal. So, 56 von 75. Okay. Passt. Die Grafik sieht da unten jetzt ein bisschen matschig aus, aber... Okay, denke ich mal, der Distanz geschuldet. Da geht's, glaube ich, nicht mal weiter. Noch eine Kiste. Ziegel, Keramik. Na komm. Alles rüber. Ich würde eigentlich was essen. So, komm mal runter hier. Also das Zittern nervt ein bisschen. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich das Zeug von der Nvidia nicht mal abstelle. So, ich werde mal nach da hinten laufen. Schauen wir, was wir da Schönes haben. Ich meine, wir könnten uns auch noch den anderen Turm ansehen. Macht das Sinn, dass wir den anderen Turm noch anschauen? Für Goodies. Ja, komm, wir schauen uns den anderen Turm noch an. Moin und tschüss. Wo komme ich da am besten rüber? Ich würde sagen, hier. Und jump. Nice. Und doch. Von hinten kommt nichts. Ah. Dankeschön. Mal hin, mehr zum Futtern. Nice. Ich glaube, ich brauche eh eigentlich nur nach Kisten Ausschau halten. Oder kann ich sowas mitnehmen? Zinnbahn. Kiste. Infusion, Talisman. Was heilt den Träger, sobald er mit Wasser in Kontakt kommt? Cool. Hat sich ja schon mal gelohnt. Okay, nochmal Erz. Keine Kiste. Hier auch nichts. Da. Ah, da. Nee, doch nicht. Okay, nochmal eins weiter rauf. Jetzt. Nichts zum Looten hier. Sag mal. Ah, da. Papier, Bauholz, nochmal Zinn. Ja, wir sind wieder zu schwer. Tue ich Steine primitiv weg oder was tue ich weg? Was mache ich eigentlich? Achso, das ist ja wieder hier rein. Was, wir machen dann ein paar Sachen zu Essenzstaub. Ah, jetzt konnte ich nicht mehr laufen, natürlich. Handbüch. Komm, extrahieren. Was mache ich damit? Auch extrahieren. Attributmodifikator, Tarnungswertung. Das ist für Ausrüstung dann halt interessant. Was tue ich weg? Ansonsten, komm, Bauholz extrahieren.
Gut. Kiste. Healing Save, her damit. 16. Oh, das gleiche. Einfacher Schirm. Ja, habe ich schon. Brauche ich keinen zweiten. Eine Kiste. Karte der Beständigkeit. Spielen Sie diese Karte, um Ihren Widerstand gegen Verletzungen zu erhöhen, Ihre Blockfähigkeit zu verbessern und die Standhaftigkeit Ihrer Bauten auf Kosten der Robustheit Ihrer Werkzeuge und Kleidung zu steigern. Cool. Lass mich mit. Ja, kann ich das mitnehmen, ohne dass ich zu schwer bin? Ja, kann ich. Okay. I guess that's it. Wir brauchen auf jeden Fall einen Standort für eine Basis, wo wir dann fix wieder hingehen können und Sachen bauen können. Mit Lager, aber ich weiß noch nicht, wie das in dem Spiel laufen wird. Wenn man hier ständig durch diese Portale wandert. Dass man sagt, das ist ein Platz, dann irgendwie zentral ist. Da liegt noch was. Knochen, her damit. Okay. Und jetzt zu dem da. Ja, Ausdauer ist schon noch ein bisschen overpowered, wenn man hier voll ist. Södre. Noch eine Erinnerung. Irgendwelche Gegner in der Nähe? Irgendwo da hinten. Zwei gleich. Wisst ihr was? Ich skippe das jetzt mal. Maschine öffnen. Wald. Spielkarte. Wow, wow, Alter. Ich war da gerade am Arbeiten. Alla. Selber schuld. Nee, nee, nee. So, nochmal zu der Weltkartenmaschine da. Schwebekarte. Was macht die? Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens sei. Ah. Nicht einmal den ältesten Magikern Neikenkreis gelang es, den Ursprung dieser Karte zu ergründen. Das auf dem Papier abgedruckte Bild ruft ein Gefühl tiefster Einsamkeit hervor. Ach so, das ist dann quasi, also die Kombo dann meine Basis, oder wie? Na dann, schauen wir mal. Remain vigilant while the realms align. Kommen da jetzt Gegner? Wer seid denn ihr? So viel. Naja, gut, er hat gesagt, es kommt was. Also, Ausdauer. Ah, Scheiße. Ausdauer. Sind fast tot. Shit. Okay, ich brauche mal das Heilding. Mit 0. Gut. Was ist denn hier da? Mal alles mitnehmen hier. Alter! Kann ich da nicht einfach durchgehen? Nee, kann ich nicht. Ah, jetzt kann ich. Okay, und tschüss. Realmwalker, your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms.
and rebuild all that has been lost. Ja, ich glaube, das war dann jetzt mal der Prolog. Was? Das. Ja, so viel zum Thema Always On, ne? Geil. Mhm. Geil. Fortsetzen. Wollen wir es nochmal? Wenn ich jetzt das alles nochmal neu machen muss. Oh, Always On. Ich meine, ich verstehe ihren. Nebenreise fortsetzen. Remain vigilant while the realm. Okay, wenigstens. Realmwalker. Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Ja, fürs Erste möchte ich erstmal eure Server überleben. Komm. Ich will doch nur spielen. Also, dass das Spiel mega zum Necken anfängt, bei diesen Sequenzen, das bleibt gleich. Hey! Wir haben es geschafft. Das ist jetzt meine Safe-Welt hier. Moin! Ah, we made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. This realm has long been forgotten by the Fey. Left in limbo, not unlike you. How fitting. And thus, here is yours to put down roots. But beware. In short time, darkness will descend, and with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledged. Okay, und ab jetzt kann ich Multiplayer spielen. Alles klar, besetzen Sie ein Stück Land für Ihr Anwesen. Steinhaufen bauen. Wie groß ist denn das Ganze hier? Oh. Portal. Essenzhändler. Ich glaube, ich möchte irgendwo da runter in der Nähe vors Portal, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ich hoffe. Das sieht aus wie so ein Schiff. Schau mal. Ui. Das sieht geil aus. Ich mache gerade mal ein Foto. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen weiter hier nach oben. So, auf mit dir. Oh, muss doch nicht traurig sein. Was ist das? Sammeln. Gebratenes Fleisch. Oh, cool, danke. Ah. Da kann man Erze abbauen. Nicht schlecht. So, wo auf der Karte bin ich? Oben. Wir laufen um das jetzt einmal herunterrum. Okay. Ja. Ja, Ausdauer ist ein Problem.
hast du da eigentlich auf dem Kopf? Hey, ich finde es gerade voll super, dass die KI jetzt irgendwie nicht so helle ist. Sens. Mann, ich dachte, hier wäre alles friedlich. Auf meiner Basiswelt. So, komme ich da irgendwie drauf, zu dem, was da leuchtet? Das ist wieder so eine... Ach, das ist ein Hoffnungsecho. Nee, will ich jetzt eigentlich doch nicht lesen. Ich will Richtung Händler und Portal. Bin ich noch richtig? Nicht so wirklich. Ich muss hier so runter. Aber sieht auch geil aus hier. Ach ja, warte mal. Da hinten war ja das mit dem Schiff. Ein Schiff. Da würde ich vielleicht nicht runterfallen. Da ist einfach mal random ein Schiff. Da ist eine XXL-Hand. Ja, es soll ja hier ganz große Gegner geben. Kann ich da rauf? Scheint wohl nicht so. Das sieht aber geil aus. So, ich wollte ja eigentlich zum Schiff. Das war da hinten. Das hat auch so eine Verzierung. Na, kommt da wieder Gegner? Ist das überhaupt hierher gekommen? Okay. Das klingt sehr einladend. Richtung. Das ist komplett falsch. Was ist die Richtung runter? Und das hört sich so an, als ob. Holy Schuh. Okay. Komme ich hier irgendwie runter, ohne dass es weh tut. Au. Was ist das? Der lässt du Erz? Also ich sammle das jetzt mal eh nicht ein, weil ich relativ voll bin. Eines der ersten Dinge, die wir hier tun werden, ist eine Kiste bauen. Glaube ich, in jedem Spiel ist dieser Ort so. Bist du was von mir? Was greifst du mich an? Ich habe dir gar nichts getan. Was ist jetzt los? Ach so, die Kollegen schon wieder. Naja, viel Spaß. Besetzung im Gange. Oh. Was zum... Nicht genug Ausdauer. Ja, geil. So, der Kollege, der nervt da hinten.
Kollege. Oh, hätte auf die Gesundheit achten sollen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Meter. Ich will eigentlich die ganzen... Warte mal. Ja, alles weg. Ja, ich gehe dann da mal wieder hin. Währenddessen will ich mal so ein Fleisch essen. Beziehungsweise, nee, ich tue mich mal heilen mit dem noch. Maximal, okay. Gut, also nachdem wir den, oder weißt du was, wir nehmen jetzt mal einen anderen Weg. Ist das Ah, die schon wieder. Lasst mich mal in Ruhe. So, ich gehe jetzt da einmal übers Wasser. Okay. Und du willst unbedingt, dass ich mit dir rede, oder? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal, kann ich das sagen, reparieren? Oh ja, kann ich. Gut. Was los? No pearly gates for you just yet, my friend. Though this Zephyr would prefer to whisper over your bones. I have tasked it with your preservation. Should you perish, it will whisk you away and revive your spirit. Okay. Of course, the Zephyr is tasked only with rescuing you. The contract is very literal about that. Though I have asked it to try to preserve your modesty and what tools it can. Okay. However, the disquieting sensation of death will linger afterward. So, ah, alles klar. Was natürlich fies wäre, ist, wenn jetzt die Mobs da die Wieswand hätten. Und ich hätte dann auf alle Fälle gern... Ah, da ist Portal. Dann hätten wir das Portal gefunden. Da hätte sogar Erz. Aber wo bauen wir hier in der Nähe? Eventuell da unten. Okay, sind nur die Dinger. 260, gleich Dauer. Oh, oder hier auf der Lichtung. Oder auf einer anderen Dichtung. Hier ist eigentlich auch nicht. Oh, da hat's. Habe ich sie schon getriggert? Ich glaube nicht. Hier ist Wolfsgebiet. Ich will jetzt einfach nicht unnötig kämpfen. Was ist denn das hier? Also der Platz hier, der wäre schon nicht so schlecht. Nächste Besetzung oder was? Ja. Na komm her. Oh, diesmal mit heilen. Alter, ich wollte doch eigentlich nur eine Homebase haben. So ein Scheiß. Wo ist er hin? Ah.
Ah, Mann! Komm her. Gut. Das ist nervig. Okay, nochmal heilen. Ja, diesbezüglich werde ich mich nochmal belesen, wie das ist mit diesen Besetzungen. Jetzt kommen die alle wieder. Na komm her. Komm her. Ist er tot? Ja. So, Kollege. Du nervst hart. Ja, natürlich. Machst du das nicht so, dass du mir dich selber auch nur einnebelst? Komm her. Nice. Ah, ich war's auch mit mehr Wumms. So. Was ist das? Danke. So, Hoffnungsecho freisetzen. Das heißt, das war's. Gut, das machen wir gleich beim anderen Ort auch noch. Lass mal meine Überreste da einsammeln. Alles. Danke. So, da hinten ist genau das gleiche. Glaube ich zumindest. Nö, hat sie auch sowas? Kiste. Leichter Tank der Rast, das ist praktisch. Ja, aus hier. Na, ja, da ist noch das hier. Hast du jetzt auch wieder was freigeschalten? Man jetzt vielleicht unten? Nö. Oder irgendwo anders hier. Sieht nicht so aus. Oh, Kiste. Elite Schwarzmagikarte. Ich spiele diese Karte, um eine Welt einer unendlichen Nacht zu bescheren. Den Ertrag der gewonnenen Ressourcen erheblich zu erhöhen. Okay. Ja, alles mal her. Schließen. So komme ich also an die Karten. Also, bezüglich Basisbau. Wo ist es denn einigem? Ja, sagen wir mal hier oder da unten? Ich würde schon hier. Gut. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Steinhaufen. Noch 20 Steine und Steinblock. Ich würde sagen, das tun wir jetzt mal kurz verfolgen. Steine und Steinblock. Fängt zum Regnen an. Gehen wir mal da unten. Kann ich? Nö. Aber das sind Steine. Ah, hier. Falsches Werkzeug. Gut.
Ja, ich weiß, Gewicht ist doof. Geht jetzt gerade nicht anders. So, dann hätte ich mal alles. Oh, da liegt noch ein Goodie. Was ist das? Gebratenes Fleisch. Nice. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich da bin. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, kann man ja gleich noch mehr einsammeln. Jetzt wäre es richtig arschig, wie ein Gegner kommt. So. Wo platziere ich das? Ich würde mal sagen... Hier so. Sie bauen das da. Platzieren. Gut. Platzieren Sie Steine, um einen sicheren Bereich für den Bau Ihres Anwesens zu erschaffen. Wenn Sie in der Schwebe sterben sollten, kehren Sie zu Ihrem Steinhaufen zurück. Ah. Okay. Huck, was los? Your tenacity overrules the gusts of fate. And this Fae you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power to play them. Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin long ago. Ja, versworn by Fae, even longer still. There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest, though, the Antiquarian. Formidable enough for one so green. You must first gain entry. Passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Their gates bar access to those unworthy, but I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament, human once within. Delve ever deeper, toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Okay. Oh. Hurry now, fleshling, and prepare. The infinite awaits. Okay. So, dann würde ich jetzt erstmal mit den Grundsachen anfangen. Bauen. Ich mache als erstmal das primitive Zelt ausruhen. Schlafsack, überleben. Ja. Fürs erste platzieren. Ich glaube, das baue ich mir hier so in den Wald rein. Hä? Hagel? Es gibt Hagel in dem Spiel. So, komm, platzieren wir jetzt mal. Hallo? Ah, jetzt. So, das nehmen wir mal mit. Und dich werde ich mal umhauen. Ja, also, dann bauen wir uns mal einen Unterschlupf. wo wir jetzt hier Sachen finden. Geil, Stöcke. So, wie viel noch? Na komm, dann sammeln wir halt noch mehr hier. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Oh, jetzt.
Dankeschön. So, Schlafsack. Frauen ausruhen, Anwesen ausruhen, Schlafsack. Platzieren. Einmal da. So, ausruhen. Ausruhen. Und wir brauchen was zum Essen. Bett passt erstmal. Okay, was haben wir jetzt da alles so Neues dazugekriegt? Bauen. Fundament, Obergeschoss, alles klar. Treppe. Grundlagen und reparieren. Gerbstation, Werkbank, Lagerfeuer. Anglerkorb. Lager. Ich glaube, das hätte ich gern für den Anfang. So, 15. Macht er mal das hier so rein. Die Sachen, mit denen ich noch nichts anfangen kann. Und dann vielleicht die ganzen Erzsachen. Was haben wir denn hier noch? Das ist Fell. Steinblock. Knochen essen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Schirm? Ja, ich glaube, das passt fürs Erste. Weil wir könnten mal den Talisman. Das können wir noch wegmachen. Das machen wir auch weg. Das auch. Papier brauche ich auch nicht. Seil, kommt da mal rein. Samen auch. Okay. Cool. Inventar, sagt 52, 75. Ja. Oh, der Kollege ist jetzt wieder vorbeikommen. Also, wie funktioniert jetzt das mit dem Schirm? Ablegen, ausrüsten. Mag ich den jetzt? Ausrüsten. Wo muss der hin? Achso, der muss irgendwo dahin. Ach, wie geil. Ah, okay. Ja. Warum auch nicht? Schalte den antiquarischen Kraftort frei. Ausrüstungswertung 3 von 20. Stichwort Ausrüstung. Irgendwas mit Fernkampf wäre geil. Ausruhen, bauen, primitiv. Grundlagen machen wir mal. Eine einfache Werkbank platzieren. Machen wir mal hier rein. Vom Bauwerk steht nicht auf. Das hat einen Malus, weil es ein loser Untergrund hat. Okay. Baueigenschaften. Was sind Eigenschaften? Baueigenschaften haben einen Einfluss auf die Funktion gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich in... Ja, das hat man schon. Eigentlich können sowohl positive als negative Auswirkungen haben. Einige wichtige sind Umwelteigenschaften, etwa loser Untergrund und ungeschützt, die auf der Basis des Standards ein gewisses Bauwerk gelten. Ach, die Herstellungszeiten sind dann extremer, mitunter. Aha. Ja. Okay. Ja, also im Prinzip heißt es eigentlich, wir müssen sauber bauen. Alter, so. Also, was kann man denn? Einfach noch Holz? Acht. Einfach. Es ist ja... Oh, Schleuder. Warum mal Riemen? Wie komme ich denn zum Riemen? Einfach Bergmannspickel. Schleuder ist geil. Wie komme ich zum Riemen? Was kann man noch so basteln? Sichle, Bergmannspickel, Jagdmesser. Verbesserungen. Aha. Ach da. Riemen. Da brauche ich
Ach, das ist dann bei der Gerbstation. Okay. Einfache Gerbstation. Nochmal Stöcke platzieren. Gerbstation baue ich also auch mal hier rein. Stöcke. Kommen Sie ja nicht weit. Okay, ich hätte jetzt gern Riemen. Automatisch. Warte, die auch herstellen. Moment, ist das jetzt eine Minute für einen? Na, bis alle vier fertig hat. I guess. Ja, cool. Siehst du sogar das Fell hier? So, kann ich den Schirm eigentlich wieder mal ablegen? Nee, ablegen. Okay, der bleibt. Ja, dann würde ich sagen, werden wir mal. Was ist los? How far you've come, and yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No. It seems more apt that thou merely remain blind to all that could be thine. Across these wilds, your kind have proliferated with haste, industrious, and more than willing to avail amidst your ever-growing need. Okay. Indulge their hunger for essence, and they will indulge your want for new and novel constructions. Okay, das war das mit den Essenzhändlern, was ich vorher schon mal gesehen habe. Dann nochmal Handbuch, Tagebuch, das ist ein Händler. Spiebe-Essenzhändler, Laden öffnen. Ach, da unten 80 haben wir da. Streithammer, einfache Angel, Schirm, Schleuder. Kann ich auch Karten bauen, primitiv. I see. Sigitisch. Holy shit. Nähbank. Gerbstation, Werkbank. Aha. Okay, wo ist denn dieser Händler bei uns jetzt hier? Kraftort, wie nehmen wir es selbst? Ein bisschen entfernt. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Also ich weiß noch gar nicht, ob wir zuerst zum Händler gehen sollen oder aber erstmal so eine Art Grundbasis hier bauen sollen. Ich schau mal für mich. Aber macht Spaß, macht Spaß. Jetzt ist noch eine Frage, was da noch alles für uns zukommt. Ich meine, wir haben jetzt nach wie vor nicht sehr viel gesehen. Das ist jetzt einfach unsere Base Location. Der ganze Spaß kommt dann mit dem Portal. Auf das freut mich. Aber zuerst mal, glaube ich, möchte ich hier mal eine gewisse Grundbasis bauen und dann geht's los. Beziehungsweise uns selber mal ein bisschen buffen mit besseren Werkzeug und Ausrüstung, wenn es irgendwie geht. Vielleicht macht es ja eher Sinn, dass wir die Insel hier ein bisschen erkunden. Was ist da hinten? Transmutter. Okay. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu entdecken. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Feedback habt, auch gern. Bis dahin, gute Reise, bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.